Hallo liebe Urlaubsfreunde! Nachdem das Jahr 2021 für mich und höchstwahrscheinlich auch für viele andere urlaubsmäßig etwas mau aussah, ging es im Februar 2022 dann endlich wieder los. Dieses Mal ging es 3 Wochen nach Costa Rica. Und eins kann ich jetzt schon verraten, es war wirklich genial. Wer sich vorgenommen hat, irgendwann mal nach Costa Rica zu reisen und somit ein paar Infos aufschnappen möchte, oder wer einfach nur interessiert ist, was wir während unserer Rundreise so alles erlebt haben, der ist bei diesem Video genau richtig. Costa Rica bietet eine perfekte Mischung aus paradiesischen Stränden, Abenteuer rund um wilde Vulkane, unberührtem Regenwald, einer faszinierenden Tierwelt verbunden mit einer herzlichen Gastfreundschaft. Uns hat vor allem die Flora und Fauna schwer beeindruckt. Costa Rica, kaum größer als Dänemark, bietet auf relativ kleiner Fläche unterschiedliche Klimazonen und eine sehr große Biodiversität, die durch zahlreiche Nationalparks geschützt wird. Die klimatischen bzw. landschaftlichen Unterschiede sind während eines Roadtrips deutlich spürbar. Von recht angenehmem Sommerklima mit milden Nächten rund um die Hauptstadt San José auf ca. 1000 Meter Höhe, über recht trockene, heiße Landschaften wie hier auf der Fahrt von San José Richtung Pazifik und zwar nach Samara, über die Halbinsel Nicoya bei konstanten 30 Grad, wohlgemerkt in der Trockenzeit, über Hochgebirgslagen mit vielen kleinen Bergdörfern, umsäumt von zahlreichen Kaffeeplantagen wie hier rund um den Vulkan Puas auf ca. 2400 Metern Höhe. Oder hier wieder trockener und sehr heiß bei einer Tageswanderung auf dem Vulkan Rincón del Viejo. Der ist ca. 170 Kilometer nördlich von San José und hier mit Blick auf den Krater von Seebach. Dann natürlich bis hin zum tropischen Regenwald mit all seinen Facetten und wahnsinnig abwechslungsreichen Pflanzen- und Tierwelten. Wie hier im San Antonio National Park, direkt angrenzend an wunderschöne weiße Sandstrände mit glasklarem Wasser. Dann gibt es natürlich zahlreiche Wasserfälle zum Bestaunen. Und um das Ganze noch zu vervollständigen, hier auf 1400 Meter Höhe im Nebelregenwald bei Monteverde. Ein absolutes Highlight. Und zwar hier direkt an der Wettergrenze auf einer Flanke, wo sich durch permanente, feuchte, kalte Winde eine einzigartige Art von Natur entwickelt hat, die diesem stürmisch kühlen Klima widerstehen kann. Was die Tierwelt betrifft, so sieht und hört man als allgegenwärtige Begleiter vor allem viele verschiedene bunte Vögel aller Arten. Es sind gerade auch die Gesänge und das Zwitschern dieser Vögel, die immer mal wieder einladen, einfach mal bei einer Wanderung innezuhalten, die Lauscherchen aufzusperren und einfach mal zuzuhören. Thank you.
Es gibt natürlich auch abertausende Insekten, deren Namen ich nicht kenne. Westing? Kein Westing? Nein. No. Okay. Riesige Ameisen, Spinnen und Schlangen, die man zugegebenermaßen aber nicht einfach so ohne geführte Natur, die man zugegeben... die man zugegebenermaßen aber nicht einfach so ohne geführte Tour nachts durch einen Teil des Regenwalds sehen würde. Immer wieder Leguane und andere große Eidechsen an den Stränden, die übrigens nicken, um ihr gegenwärtiges Revier zu markieren. Viele, viele Einsiedlerkrebse. Wenn man Glück hat, kann man Faultiere sehen. Eine reichhaltige Unterwasserwelt inklusive Delfine, Wale, Schildkröten und alle möglichen bunte Korallenfische. Und natürlich ein großes Spektrum an Säugetieren wie verschiedene Affenarten etc. und alles, was im Regenwald so kreucht und fleucht. Costa Rica steht aber auch für Gastfreundschaft und nette Menschen. Der hier allseits bekannte Ausruf Pura Vida ist gleichzeitig Leitbild der Ticos, wie die Bewohner Costa Ricas genannt werden. Pura Vida. Pura Vida kann je nach Situation Danke bedeuten oder macht nichts oder auch Willkommen oder so ist es hier halt, haha, oder ich verstehe dich, mein Freund und so weiter und so fort, also zahlreiche Bedeutungen. Mit einer perfekten Mischung aus den soeben genannten Highlights, zusammen mit wunderschönen tropischen und karibischen Stränden, Surfen, gutes Essen, ach, ich könnte noch so viel aufzählen. Da ist dieses Land allemal eine Reise wert und wird sicherlich jeden auf seine ganz eigene Art und Weise verzaubern. Aber nun mal zum chronologischen Part. Los ging's Anfang Februar ab Paris nach San Jose, wo wir in Alajuela in einer eher zweifelhaften Umgebung die ersten zwei Nächte in einer Ferienwohnung verbrachten. Das waren übrigens die beiden einzigen Nächte, die wir vorgebucht hatten, den Rest machten wir flexibel und von unseren momentanen Eindrücken abhängig. Es ist also nicht notwendig, den ganzen Trip von zu Hause aus vorzubuchen. Am ersten vollen Tag holten wir unsere Autos ab, besorgten uns SIM-Karten für die Handys und fuhren einfach mal los. Eigentlich wollten wir direkt am ersten Tag auf den Vulkan Puas, fuhren glaube ich so circa 2 Stunden hinauf auf 2400 Meter Höhe, um dann zu erfahren, dass wir leider viel zu spät dran sind und man zudem hätte vorbuchen müssen. Also leider gleich mal eine kleine Ernüchterung zum Tripstart, jedoch war die Fahrt an sich eigentlich schon ein Highlight, auch mit Aufsicht aus Valle Central. Durch kleine geschäftige Bergdörfer und vorbei an zahlreichen Kaffeeplantagen. Das war auch der Tag, an dem mein altes Handy S7 den Geist aufgab und ich nach zahlreichen Versuchen, das Ding wieder zu beleben, einsehen musste, dass ich mir unbedingt ein neues holen sollte. Wir waren ja Gott sei Dank noch in einer Großstadt und hatten eine total überdimensionierte Mall direkt um die Ecke. Im Nachhinein war es das Beste, dass es hier passiert ist und nicht etwa später, als es teilweise nichts dergleichen wie Handyläden mehr um die Ecke gab.
Außerdem auch noch eine witzige Story: Lasst euch nicht verarschen. Wir wurden nur ein einziges Mal reingelegt, und zwar direkt am Anfang, als wir total verzettelt vom 12-Stunden-Flug ankamen und für eine Taxifahrt vom Flughafen nach Alajuela, das waren ca. 2 Kilometer Luftlinie, ca. 35 Euro zahlten. Einfach so, weil wir in diesem Moment die Währung noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatten und relativ müde waren, wie gesagt. Also ärgerlich, Anfängerfehler, aber tja, dieses Lehrgeld hatten wir gezahlt. Für uns war dann ziemlich schnell klar, erstmal 5 Tage beachen sollte als nächstes Ziel folgen. Nach einigen Erwägungen, denn Strände hat Costa Rica nun mal mehr als genug, haben wir uns für den Samara Beach auf der Halbinsel Guanacaste entschieden, was auch ein voller Erfolg war. Dieser weitläufige, belebte Strand bietet einfach alles, was man für ein paar angenehme Tage am Meer braucht. Viel Platz, weißer Strand, recht viele Bars und Restaurants direkt am Sand, jedoch nicht zu viel los. Individuelle Geschäfte, super Wellen zum Surfen, eine Backpacker-Szene. Ein bisschen Party, also einfach alles, was man sich so wünschen mag. Aber auch entlegene Ecken, wo man vor allem viele am Wasser lebende Tiere und Vögel sieht, vor allem wie hier diese Pelikane. Außerdem ist die Gegend auch für das Marineleben bekannt. Auf zahlreichen Ausflügen kann man hier Delfine, Schildkröten und sogar Wale entdecken. Das Schnorcheln hier war leider nicht so der Renner. Im Vergleich zu einigen Schnorcheltrips in Südostasien, vor allem Thailand, war das hier leider etwas mau. Was aber nicht heißen soll, dass es vielleicht an einer anderen Stelle viel besser ist. Vielleicht waren wir einfach nur an einer falschen Stelle. Frisch erholt und mit Muskelkater vom Surfen machten wir uns danach auf den Weg Richtung Nationalpark Rincón del Viejo, wo wir 2 Nächte in einer kleinen Unterkunft auf halbem Weg zum Nationalpark hatten. Die dortige Tageswanderung war sehr interessant, da man der Landschaft sofort ansieht, dass sie vulkanisch geprägt ist und dass dieser komplexe Vulkan auch vor nicht allzu langer Zeit ausgebrochen war und dabei gewaltige Schlammlawinen bis zu 18 Kilometer talwärts alles mit sich rissen. Hier sieht man immer mal wieder, dass die Erde unter unseren Füßen extrem heiß und aktiv ist und nicht immer so stabil, wie man sich das vorstellt. Außerdem war hier oben nicht so viel los, was wir als sehr angenehm empfanden. Leider ist der Krater jedoch momentan wegen zu hoher vulkanischer Aktivität gesperrt, weswegen wir keine Aufnahmen von dem Krater an sich machen konnten, aber der Ausflug hat sich trotzdem gelohnt. Das Ziel war dieser Wasserfall in einem Tal,
Nachdem wir dort eine Pause eingelegt hatten, ging es zurück zu einer zusätzlichen kleinen Rundwanderung, auf der man brodelnde Krater sehen, überall Fumarolen, begleitet mit krassen Schwefelgestank in der Luft sehen konnte. Volles Programm an geothermischen Aktivitäten, auch das war sehr beeindruckend. Das Ganze erinnerte mich übrigens an die Gegend rund um Rotorua, Neuseeland. Wer schon mal dort war, weiß, von welchen Gerüchen ich rede. Hier hörten wir übrigens auch zum ersten Mal die Brüllaffen Costa Ricas. Es ist schon ein einschüchterndes Geräusch, vor allem wenn keine Menschenseele außenrum ist. Nach diesem relativ anstrengenden Tag kühlten wir uns zum Abschluss noch am dortigen Fluss mitten unter Locals ab, was auch sehr empfehlenswert ist, wenn man in der Gegend ist. Da gibt es auch mehrere coole Stellen zum Ausprobieren. Aber saugeil! Danach ging es wieder weiter, dieses Mal Richtung Monteverde, wo wir einer kleinen familiengeführten Unterkunft in Santa Elena unterkamen. Übrigens, wenn ich über Straßen von Costa Rica rede, kann das mal so aussehen. Oder mal so. Oder mal so. Oder mal so. Was willst du? Wohin? Warum fährt er einfach jetzt auf meiner Spur? Keine Ahnung. Ich habe alles im Video. Er wollte einfach parken. Oder auch so. Guten Tag, ich bin dick und habe eine Tanzschule. Kommen wir da durch? Nee, guck halt mal. Oh, Alter, aber der hat halt auch nur beschleunigt. Ja, ich denke, ihr habt's kapiert. Die Straßen sind vor allem auf den Hauptrouten sehr gut ausgebaut, wenn man jedoch ab und zu auf der Suche nach spezielleren Plätzen ist oder einfach wie wir pur nach Navi schnellster Weg fährt, kann es ab und zu passieren, dass so ein Allradantrieb ganz hilfreich ist. Ebenso sollte man auch mal auf einer engeren Dirt Road nah am Abgrund sicher fahren können. Der Besitzer dort fragte uns direkt nach der Ankunft, für was wir uns so interessieren und was wir so vorhaben, und organisierte uns quasi alle Trips und Touren. Dazu zählte eine geführte Nachtwanderung, eine frühmorgendliche Vogelentdeckungstour, die er übrigens selbst führte, und er hat auch echt Ahnung und ein super gutes Auge. Einmal zeigt er uns einen Kolibri, der weit über 100 Meter entfernt auf einem Ast saß, den ein ungeschultes Auge nie erfasst hätte. Unser nächster Ausflug führte uns in einen großen Zip-Lighting-Park. Was wir uns zu Anfang gar nicht so sehr als Highlight vorgestellt hatten, entpuppte sich dann als sehr coole Erfahrung.
auf über 12 Ziplines ging es über Täler, durch dichten Regenwald hindurch, mal hängend, mal im Superstyle, in atemberaubender Höhe und gar nicht mal so langsam. Und auch hier bekamen wir die außerordentliche Freundlichkeit der Tikus zu spüren, wie man hier sieht. Ah, Mario! Hey, you Mario! Thanks for touching the GoPro! Good, pretty nice! Oder wieder! Very nice! Was it the last one? Or? No, one more! Oh, one more, okay! Okay, yeah, man. Have a nice time! Yeah. Ja! Diese sind auch immer mal wieder für einen Spaß zu haben. Hola, amigo. Hola. Ay, amigo. Hä? Amigo, ay. Ay. Ay, ay, ay. Was? 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 Ay. Ay, amigo. Ay. Was? 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 Okay. Kidding me. Und hier passierte dann auch das. Es gibt hier freilebende Papageien, von denen wir vorher ein paar auf den Baumwipfeln sahen, aber dann passierte das Unglaubliche. Einer flog tatsächlich mit uns ein Stückchen mit, während wir an der Zipline hängend Richtung Tal schossen. Das war wirklich ein tolles, unreales Ereignis, das nie gestellt aussieht, aber ich schwöre, es ist einfach so passiert und wie man sieht, macht es dem Papagei wohl genauso viel Spaß wie uns. Okay, my friend. Okay. Am nächsten Tag ging es dann in den eigentlichen Nationalpark hier, der ebenfalls sehr sehenswert ist und eine bombastische Natur bietet. Ich habe selten so viele Pflanzen auf einmal gesehen. Hier wächst einfach alles irgendwie an allem. Es gibt mehrere Ebenen und jeder bis zu 70 Meter hohe Urwaldriese ist besetzt mit zahlreichen weiteren Pflanzen, Sukkulenten und alles Mögliche, die sich an die unterschiedlichen Situationen angepasst hat. Was vor allem immer wieder beeindruckend ist, sind diese Ficusbäume. Diese wachsen um einen Baum rum hinauf, bis er nach Jahrzehnten irgendwann mal vollständig eingeschlossen ist. Der eigentliche Wirtbaum stirbt dann oft ab und somit bleibt eine hohle Struktur zurück, wie man hier sieht, die wiederum jedoch Schlupflöcher und Behausungen für zahlreiche andere Tiere, Affen und Säugetiere bietet, wie auch Insekten, also wirklich faszinierend. Bei einem Abstecher ging es zur vorhin angesprochenen Wetterscheide, an der sehr feuchte, relativ kalte Luft von der Karibik auskommt, 24/7 über den Berggipfel fegt. Dies ist auch der Motor dafür, dass es hier immer so regnerisch feucht ist. Hier kann es tagsüber nämlich sogar tropfen, obwohl ringsum fast nur blauer Himmel ist. Ein wirklich tolles Erlebnis. Also da hinten ist quasi dieser Cloud Forest und das sieht man ja auch, das da ist alles Nebel und hier, wo ich jetzt gerade stehe, hier tröpfelt es die ganze Zeit. Also hier ist auch die Straße nass, es regnet aber nicht, also es ist wirklich blauer Himmel über uns. Nach diesen ereignisreichen Tagen im Gebirge ging es dann mal wieder an die Küste.
und zwar weiter Richtung Süden in den National Park Manuel Antonio. Dies ist ein sehr kleiner, aber extrem abwechslungsreicher Park, der schon allein aufgrund der zwei Hauptstrände sehenswert ist, die von oben aus gesehen wie eine Walflosse angeordnet sind. Purer weißer Strand, angenehme Wellen, umgeben von primärem Regenwald. Hier kann man auch innerhalb kürzester Zeit alle möglichen Tiere entdecken. Hier haben wir auch das erste Mal die Faultiere gesehen. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: Wenn es über einem raschelt bei einer Wanderung und Blätter herunterfallen, immer stehen bleiben und nach oben schauen. Das sind nämlich fast immer Affen, die sich da mutig von Ast zu Ast schwingen, 10, 20 Meter über einem. Auch wenn man geführte Gruppen trifft, die alle in eine bestimmte Richtung schauen, einfach mal in einer gewissen Entfernung stehen bleiben und mitschauen. Diese sind normalerweise nicht sauer, denn es geht ja hier ums Entdecken von Tieren oder irgendwelchen seltenen Pflanzen. Es gibt also so viel zu entdecken und wenn man nicht richtig hinsieht und sich Zeit nimmt, kann man auch einiges übersehen. Als Unterkunft wählten wir hier wie fast immer eine Ferienwohnung, da diese aus Preis-Leistungssicht für uns die beste Wahl war. Nach einem Relax-Tag am Playa Espadilla, der sich auf alle Fälle für mindestens einen Tag lohnt, ging es wieder auf die Straße und zwar zu unserem letzten Stopp dieser Reise. Eigentlich war geplant, rüber an die karibische Küste zu fahren, jedoch entschieden wir uns dagegen, da es jeweils mindestens circa einen halben Tag für Hin- und dann wieder Rückfahrt nach San José bedeutet hätte und uns da schlichtweg zu stressig gewesen wäre. Wir wollten dennoch nochmals in Strandnähe sein, deswegen entschieden wir uns für die letzten 5 Nächte für das Städtchen namens Jaco, circa 1,5 Stunden Fahrzeit nördlich von Manuel Antonio bzw. Guepo. Dies ist auch die einzige Location, die ich nur eingeschränkt weiterempfehlen kann. Das lag an mehreren Gründen. Zum einen waren wir durch die vorangegangenen 2 Wochen sehr verwöhnt worden in Sachen Flora und Fauna und schöne Orte. Zum anderen buchten wir unsere Unterkunft, die an sich absolut top war, am nördlichen Ende des Strands und damit mehr als 1,5 Kilometer entfernt vom Zentrum Jacos. In diesem Zentrum fiel es uns jedoch schwer, gute Bars oder Discos zu finden, da die Stimmung hier allgemein etwas ruppiger war im Vergleich zum Laid-Back-Strand Samara. Der Ort ist durch und durch gut besucht von vollschlanken US-Amerikanern, die hier vor zig Jahrzehnten zu großen Teilen Ferienwohnungen und Häuser gekauft hatten. Dann jedoch kam die große Wirtschaftskrise, was dazu führte, dass der Ort zum Teil verwahrloste und jetzt komplette Hotelzüge leer stehen oder sogar als Bauruine den Blick am Strand versauen.
Außerdem ist hier das Beachlife ganz anders als in Samara. Sobald hier die Sonne weg ist und es dunkel wird, geht hier eigentlich komplett gar nichts mehr an diesem 4 Kilometer langen Strand. Das ist wirklich schade, da wir das total vermissten und wir jeden Abend verzweifelt nach guten Strandbars oder Musikkneipen suchten. Stattdessen gibt es eher überteuerte Burger-Restaurants, Sportsbars, Barbecue-Schuppen, Pizzerien und so weiter. Also pretty much amerikanischer Pauschaltourismus. Gründe nach Krakow zu fahren gibt es aber trotzdem. Surfen, Surfen und Sonnenuntergänge. Das ist das, was man hier wirklich ausgiebig ausleben bzw. erleben kann und wofür es sich lohnt, sich dort mal in die Wellen zu schmeißen. Da wir ja mobil waren, checkten wir auch die kleineren Strände in der Umgebung ab, und zwar Playa Mantas und Playa Bianco, die viel idyllischer und gemütlicher sind, aber diese werden am Wochenende von Einheimischen überrannt. Außerdem musste man dafür ca. 40 Minuten fahren. Unser letzter Nationalpark sollte dann der Carrara Park werden, den man locker mit einer Halbtageswanderung abhaken kann. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er an der Grenze zwischen dem sogenannten Trocken- und Regenwald liegt und dass man somit einen Mix an Pflanzen und Tieren aus beiden Wäldern antrifft, was hier wohl einzigartig ist. Es ist zwar alles sehenswert, aber wir haben hier dennoch nichts mehr Neues, Spektakuläres entdecken können. Eine interessante Küstengegend eröffnet sich nördlich des Strandes von Krakow. Dort kann man bei einer kleinen morgendlichen Wanderung relativ viele unterschiedliche Tiere entdecken. Ja, ich würde gern hier weitergehen, eigentlich bis zu dem Eck davor. Aber irgendjemand hat mir Steine in den Weg gelegt. Und da ich jetzt schon ziemlich erschöpft bzw. verschwitzt bin, ist nämlich Mittagssonne und keine Wolke am Himmel, werde ich jetzt umdrehen. Unterwegs habe ich diesen Punkt hier erreicht. Auch ein paar Papageien gesehen, zwar nur von Weitem. Aber trotzdem bin ich zufrieden, dass ich nochmal hier hinten war zum Abschluss. Es sind halt schroffe Klippen hier, viele Krebse, viele kleine Fische in den Tümpeln, Vögel natürlich, Pelikane. Also echt cool, echt geil. So, das war es endlich. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, springt doch bitte einmal im Kreis und klatscht dazu dreimal in die Hände. Das würde mich sehr freuen. Hoffentlich bis bald mal wieder in dieser Reihe zu Reisen in fernen Ländern. Ciao, Servus, Grüße von Loki. Hola, Celulitas. Die Jiggy Baby.